Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute machen wir gemeinsam etwas Kreatives. Dazu brauchen wir, ich habe mich mal bedient hier beim Holzhaufen. Genauer gesagt ist das hier normalerweise Brennholz gewesen. Und um dieses Stück Holz zuzuschneiden, habe ich einfach meinen Queranschlag erweitert, da wir dieses Stück Holz erstmal einen 90-Grad-Schnitt verpassen müssen, da dieser Stamm ein bisschen schief ist. Normalerweise ist meine Tischkreissäge dafür nicht so geeignet, da das Sägeblatt maximal 90 mm herauskommt und dieses Stück Holz ca. einen Durchmesser von 15 cm hat. Hierfür würde sich am besten eine Kappsäge eignen, dann könnte ich dieses Stück Holz schön ausrichten, mit Schraubzwingen festzwingen und dann könnte ich mit der Kappsäge in einen Schnitt das Ganze durchschneiden. Bei meiner Kreissäge ist es leider nicht so einfach, es ist viel Abschätzung und Fummelarbeit, aber letztendlich kann sich doch das Ergebnis sehen lassen. Soweit, so gut. Das Leuchtmittel ist ein LED-Stab, der mit 230 Volt betrieben wird. Der hat einen Außendurchmesser von 15 mm und dazu passend habe ich mir einen Spiralbohrer besorgt, der einen Außendurchmesser von 16 mm hat. Dieser Spiralbohrer, wie ihr vorne sehen könnt, hat so eine Art Gewinde und das frisst sich förmlich in das Holz hinein. Natürlich könnt ihr euch auch so einen Bohrer selber bauen, könnt ihr eine Stange nehmen und da vorne einen Holzbohrer oder Metallbohrer draufschweißen. Diese Variante geht genauso gut. Als kleine Bohrhilfe markiere ich mir den Bohrer mit etwas Kreppband. So kann ich nicht komplett durch das Stück Holz durchbohren. Der Bohrpunkt sollte nicht unbedingt im Mittelpunkt von dem Stamm sein. In der Mitte könnt ihr schön erkennen, da ist das Kernholz und dort ist der Ast oder der Stamm besonders hart. Auch Äste solltet ihr vermeiden, weil ein gerades Eindringen nicht möglich ist. Meistens driftet der Bohrer dann von dem Punkt ab. Risse im Holz sind auch ungünstig. Dort, wo ich es als Kreuz markiert habe, ist ein guter Punkt zum Bohren. Bei der Maschinenwahl solltet ihr einen kräftigen Akkuschrauber oder eine kräftige Bohrmaschine verwenden. Wichtig ist dabei nur, dass ihr eine sehr geringe Drehzahl bei der Maschine einstellt. Bei einer zu schnellen Drehzahl verglüht euch der Bohrer förmlich und ihr könnt im Grunde diesen Bohrer wegschmeißen, da dieser Bohrer dann stumpf ist. Nun übertragen wir uns den Sägeschnitt auf die andere Seite. Dies dient zur Hilfe. Da beim Zuschnitt mit der Kreissäge immer ein kleiner Sägeschnittversatz entstanden ist, müssen wir den nun mit einem Bandschleifer entnehmen. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Putzhobel machen. Aber mit einem Bandschleifer geht diese Arbeit wesentlich schneller. Wie immer verlinke ich euch alle Produkte und Werkzeuge unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nun lassen wir das Stück Kabel noch in den Stamm ein. Hierfür verwende ich meinen 15 mm Fosnerbohrer. Damit bohre ich ca. 1 cm in das Material hinein und dort können wir dann später das Kabel hineinkleben. Wenn ihr bis hierhin alles richtig gemacht habt, müsste euer Stück Holz so aussehen. Und dann können wir das Ganze auch schon zusammensetzen. Ich habe mich dafür entschieden, dass wir das Ganze kleben. Nicht mit Leim, sondern mit Heißkleber. Und ihr könnt das vorab mal testen. Klebt mir so ein Stück Holz mit einem Stück Kunststoff zusammen. Ihr kriegt das später ganz schwer auseinander.
Aber eine Sache müsst ihr dabei bedenken. So ein LED-Stab oder ein anderer Leuchtstab kann Wärme entwickeln. Wenn dies der Fall ist, könnt ihr hierfür keinen Heißkleber verwenden, da dieser Heißkleber ja bei einer bestimmten Temperatur wieder anfängt zu schmelzen. Von daher würde ich euch empfehlen, einen Zwei-Komponenten-Kleber zu verwenden. Und noch ein kleiner Tipp von mir: Die Lampe sieht umso cooler aus oder umso schöner, desto geringer der Abstand ist. Ich habe jetzt einen ziemlich großen Abstand verwendet, da mein Stück Holz jetzt nicht so lang war. Hätte ich jetzt ein längeres Stück Holz gehabt, hätte ich mehrere Holzstücke zuschneiden können und umso kleiner hätte ich dann den Abstand wählen können. Leider ist bei mir der Abstand, ich finde, es ist persönlich ein bisschen zu groß geworden, aber letztendlich ist das ja wieder Geschmackssache. So, und schon sind wir wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt der ganzen Sache einen Handwerker-Daumen nach oben. Wer mich noch nicht abonniert hat, der sollte dies jetzt tun. Hier sind noch zwei weitere Videos und alle Materialien und mein Werkzeug findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.